Unsere Wirtschaft oder besser die globale Wirtschaft hat ein paar grundlegende Dinge, die sie steuern. Das erste ist das Mindestreserve-Bankwesen. Die Banken drucken Geld aus dem Nichts. Zweitens basiert es auf Zinseszinsen. Wenn du dir Geld leihst, musst du mehr zurückzahlen, als du ausgeliehen hast. Das bedeutet, dass du faktisch Geld aus dem Nichts erschaffst. Dieser Bedarf muss wiederum gedeckt werden, indem noch mehr Geld erschaffen wird. Wir leben in einem Wirtschaftsmodell des uneingeschränkten Wachstums. Unser heutiges ökonomisches Weltbild ist wie ein Schneeballsystem. Nichts wächst ewig. Es ist einfach nicht möglich. Der großartige Psychologe James Hillman hat einmal gesagt, das Einzige, was im menschlichen Körper ab einem bestimmten Alter noch wächst, ist Krebs. Nicht nur die Geldmenge muss stets wachsen, auch die Zahl der Verbraucher. Verbraucher, die gegen Zinsen Geld leihen, um noch mehr Geld zu erschaffen. Menschen sind im Grunde genommen nur ein Mittel, um Geld zu erschaffen, welches mehr Geld erschaffen muss, um das ganze Konstrukt am Einstürzen zu hindern, was gerade der Fall ist. Es gibt wirklich nur zwei Dinge, die jeder über das existierende Geldsystem wissen muss. Erstens, alles Geld wird aus Schulden erschaffen. Also ist Geld gleich Schuld, ob es nun durch Staatsanleihen, Bausparverträge oder Kreditkarten erschaffen wird. In anderen Worten, wenn in diesem Moment alle ausstehenden Schulden zurückgezahlt würden, gäbe es keinen einzigen Euro mehr im Umlauf. Und zweitens, auf praktisch alle Kredite müssen Zinsen gezahlt werden. Doch das Geld, um diese Zinsen zurückzuzahlen, existiert in unserer Geldmenge gar nicht. Nur die Grundmenge an Geld wird durch Kredite erschaffen. Diese Grundmenge ist die Geldmenge im Umlauf. Das bedeutet, wenn alle Schulden jetzt zurückgezahlt werden würden, gäbe es nicht nur keinen einzigen Euro mehr im Umlauf, es gäbe auch eine gigantische Menge an noch ausstehenden Schulden, die nicht zurückgezahlt werden könnten, da das nötige Geld nicht existiert. Die Folge davon ist, dass zwei Dinge unvermeidlich sind: Inflation und Bankrott. Was die Inflation betrifft, man kann sie als historischen Trend in nahezu jedem Land beobachten und ihre Ursachen sind leicht auszumachen, nämlich die kontinuierliche Zunahme der Geldmenge, die notwendig ist, um die Zinsen zahlen zu können und das System am Laufen zu halten. Was den Bankrott angeht, dieser entsteht durch den Schuldenkollaps. Dieser Zusammenbruch tritt zwangsläufig dann ein, wenn eine Person, ein Unternehmen oder ein Staat seine Zinsen nicht länger zurückzahlen kann. Aber das Ganze hat auch eine gute Seite, zumindest was die Marktwirtschaft betrifft. Schulden erzeugen Druck. Schulden schaffen Lohnsklaven. Eine verschuldete Person ist eher bereit, geringe Löhne zu akzeptieren, als jemand, der keine Schulden hat. Dadurch wird er zur billigen Ware. Für Konzerne ist es großartig, wenn sie über eine Vielzahl von Leuten mit geringen finanziellen Spielräumen verfügen. Diese Idee lässt sich auch auf ganze Länder ausweiten. Die Weltbank und der Internationale Währungsfonds, die praktisch als Interessenvertreter von transnationalen Konzernen fungieren, gewähren Ländern in Schwierigkeiten gigantische Kredite zu sehr hohen Zinssätzen. Und sobald die Länder dann hoch verschuldet und zahlungsunfähig sind, werden Sparmaßnahmen eingeführt und die Konzerne fallen ein, errichten Ausbeuterbetriebe und bemächtigen sich der natürlichen Ressourcen. Das nenne ich mal Markteffizienz. Aber Moment, es kommt noch besser. Es gibt da diese einzigartige Kreuzung aus Geldsystem und Marktwirtschaft namens Aktienmarkt, wo Menschen, anstatt reale Dinge zu produzieren, nur noch Geld an sich kaufen und verkaufen. Und weißt du, was sie mit Schulden machen? Genau, sie handeln damit. Schulden werden tatsächlich ge- und verkauft, um Profit zu machen. Von Kreditausfallversicherungen und abgesicherten Schuldverschreibungen für Verbraucherschulden bis hin zu verschachtelten Derivatkonstrukten, die verwendet werden, um die Schulden ganzer Länder zu verschleiern, wie zum Beispiel die geheime Absprache zwischen der Investmentbank Goldman Sachs und Griechenland, welche beinahe die gesamte europäische Wirtschaft zum Einsturz gebracht hätte. Am Aktienmarkt und an der Wall Street haben wir es also mit einem völlig neuen Ausmaß an Wahnsinn zu tun, geboren aus der Geldwertschöpfung. Alles, was man über Märkte wissen muss, stand vor ein paar Jahren in einem Leitartikel des Wall Street Journal. Er heißt Lektionen vom hirngeschädigten Investor. Darin wurde erklärt, warum Leute mit leichten Gehirnschäden bessere Investoren sind als Leute mit normaler Hirnfunktion. Warum? Weil Leute mit leichten Gehirnschaden kein Mitgefühl empfinden. Und das ist der Punkt. Ohne Einfühlungsvermögen wirst du dich als Investor hervorragend schlagen. Und so züchtet die Wall Street Leute ohne Empathie,
Leute, die da reingehen, Entscheidungen treffen und Geschäfte machen, und zwar ganz ohne Gewissensbisse. Kein Gedanke wird daran verschwendet, inwieweit sich ihr Handeln auf ihre Mitmenschen auswirken könnte. Es werden regelrechte Roboter gezüchtet. Menschen, die keine Seele haben. Und weil sie nicht einmal mehr diese Leute bezahlen wollen, züchten sie dort heute echte Roboter. Richtige algorithmische Händler. Zum Beispiel Goldman Sachs und der Skandal um den Hochfrequenzhandel. Sie stellten gleich bei der New Yorker Börse einen Computer auf. Dieser co-lokalisierte Computer, wie sie ihn nennen, berechnet jeden Handel an der Börse voraus und beschießt die Börse mit Unmengen an Aufträgen in einer Art und Weise, dass beim Handel Centbeträge abgezwackt werden. Es ist so, als würden sie den ganzen Tag Geld abzapfen. Sie taten das ein Quartal lang im letzten Jahr. 30 oder 60 Tage durchgehend, ohne einen einzigen Tag Pause, und machten an jedem einzelnen Tag Millionen von Dollar. Das ist statistisch unmöglich. Als ich an der Wall Street arbeitete, hat es so funktioniert. Jeder besticht seinen Vorgesetzten. Der Makler besticht den Büroleiter, der Büroleiter besticht den regionalen Vertriebsleiter, der regionale Vertriebsleiter besticht den nationalen Vertriebsleiter. Es ist eine Art ungeschriebenes Gesetz. Und wer bekommt an Weihnachten den größten Weihnachtsbonus von allen Börsianern? Der Richtlinienbeauftragte. Der Richtlinienbeauftragte sitzt dort den ganzen Tag und muss dafür sorgen, dass du gegen keine der Deckungsregeln verstößt und dass du dich innerhalb des legalen Rahmens bewegst. Inwieweit? Das hängt natürlich vom Ausmaß ab, mit dem du den Richtlinienbeauftragten bestechen kannst. Ja, genau so handelt man nach dem Gesetz. Wie ist also Betrug selbst zum System geworden? Betrug ist längst kein Nebenprodukt mehr. Er ist das System. Es ist wie in dem alten Witz von Woody Allen. Ein Mann beim Arzt sagt, Herr Doktor, mein Bruder denkt, er sei ein Huhn. Der Arzt sagt, nehmen Sie eine Tablette, das sollte das Problem lösen. Herr Doktor, Sie verstehen nicht, wir brauchen die Eier. Das Hin- und Herhandeln von betrügerischen Schuldforderungen zwischen Banken, um Gebühren zu schaffen, um Boni zu bekommen, ist zum Antriebsmotor des Bruttoinlandsproduktes der US-Wirtschaft geworden, obwohl sie im Wesentlichen faule Schuldforderungen handeln, bei denen es keine Hoffnung auf Rückzahlung gibt. Sie bearbeiten, erzeugen und verbriefen genau genommen nichts. Wenn ich 20 Milliarden Dollar auf eine Cocktailserviette schreibe und sie an JP Morgan verkaufe, und wenn JP Morgan dann 20 Milliarden auf eine Cocktailserviette schreibt und wir diese beiden Cocktailservietten an einer Bar austauschen und uns selbst je ein Viertel von 1% der Summe als Gebühr auszahlen, verdienen wir viel Geld für unseren Weihnachtsbonus. Wir haben jeder eine 20 Milliarden Dollar Cocktailserviette verbucht, die so lange keinen realen Wert hat, bis die Zeit kommt, in der das System solche dubiosen Cocktailservietten nicht mehr verkraften kann. Worauf wir dann zur Regierung gehen, damit sie uns mit Rettungspaketen freikauft. Und wegen der Wall Street und des globalen Aktienmarktes gibt es vorsichtig geschätzt etwa 700 Billionen Dollar an ausstehenden betrügerischen Forderungen, auch Derivate genannt, die noch auf ihren Zusammenbruch warten. Ein Wert, der das Zehnfache des Bruttoinlandsprodukts des gesamten Planeten übersteigt. Und während wir zusehen, wie Regierungen Rettungspakete an Unternehmen und Banken vergeben, mit Geld, das sie natürlich amüsanterweise zuvor von den Banken leihen mussten, versucht man nun auch ganze Nationen mit Hilfe von Gruppen anderer Staaten durch die internationalen Banken zu retten. Aber wie sieht ein Rettungspaket für den ganzen Planeten aus? Es gibt kein Land da draußen, das noch nicht bis zum Hals in Schulden steckt. Die Kaskade an Zahlungsausfällen bei der Staatsschuldenrückzahlung kann nur der Anfang sein, wenn wir die Mathematik berücksichtigen. Man schätzt, dass allein in den Vereinigten Staaten die Einkommensteuer auf 65% angehoben werden müsste, nur um die Zinszahlungen der nahen Zukunft leisten zu können. Ökonomen befürchten, dass innerhalb der nächsten Jahrzehnte 60% der Länder dieses Planeten bankrott sein werden. Okay, jetzt mal ganz langsam. Habe ich das richtig verstanden? Die Welt geht bankrott, was zum Teufel das auch immer heißen soll, wegen dieses Konzepts namens Schulden, das in der materiellen Welt nicht einmal existiert. Es ist nur ein Teil eines Spiels, das wir erfunden haben, und trotzdem steht jetzt das Wohlergehen von Milliarden von Menschen auf dem Spiel. Massenentlassungen, Zeltstädte, zunehmende Armut, Sparmaßnahmen, geschlossene Schulen, Kinder, die verhungern und andere Ebenen von familiärem Notstand. Und all das wegen eines kunstvoll erdachten Hirngespinstes. Nun, wenn wir uns das alles ansehen, von der Müllmaschine namens freie Marktwirtschaft bis zur Schuldenmaschine bekannt als Geldsystem, kombiniert als geldbasiertes Marktsystem zu bezeichnen, welches die Weltwirtschaft heute ausmacht, fällt eine Eigenschaft ins Auge, die sich durch die gesamte Maschinerie zieht.
Ungleichheit. Ob es nun der sogenannte freie Markt ist, der automatisch zu Monopolisierung und Machtanhäufung neigt, weil er isolierte, reiche Geschäftsbereiche schafft, die alles andere in den Schatten stellen, völlig ungeachtet des Nutzwertes. Zum Beispiel die Absurdität, dass Spitzen-Hedgefondsmanager an der Wall Street jetzt über 300 Millionen Dollar pro Jahr mit nach Hause nehmen, obwohl sie absolut nichts zur Gesellschaft beitragen. Während ein Naturwissenschaftler, der eine Heilmethode für eine Krankheit sucht und versucht, der Menschheit zu helfen, vielleicht 60.000 Dollar pro Jahr verdient, wenn er Glück hat. Oder ob es das Finanzsystem ist, das Klassenteilung direkt in seine Struktur eingebaut hat. Nur ein Beispiel. Wenn ich 1 Million Dollar übrig habe und sie auf einem Sparkonto zu 4% Zinsen anlege, werde ich 40.000 Dollar pro Jahr einnehmen. Kein gesellschaftlicher Beitrag, kein gar nichts. Andererseits, wenn ich der Unterschicht angehöre und Kredite aufnehmen muss, um mein Auto oder mein Zuhause zu finanzieren, bezahle ich Zinsen, die abstrakt gesehen diesem Millionär mit dem 4% Sparkonto zugutekommen. Von den Armen zu stehlen, um den Reichen zu geben, ist ein dem Geldsystem eingebautes Grundprinzip. Man könnte es auch als strukturellen Klassismus bezeichnen. Geschichtlich betrachtet wurde die Bildung sozialer Schichten zwar stets für ungerecht gehalten, doch offensichtlich schließlich doch akzeptiert, da mittlerweile 1% der Bevölkerung 40% des planetaren Reichtums besitzt. Wir haben es mit einer Erkrankung des Wertesystems zu tun, komplett denaturiert, wo persönliche und gesellschaftliche Gesundheit gegenüber den zerstörerischen Konzepten künstlichen Reichtums und unbeschränkten Wachstums zweitrangig geworden sind. Wie ein Virus durchdringt diese Krankheit jetzt alle Facetten der Regierung, Nachrichten, Medien, Unterhaltung und selbst die der akademischen Welt. Und eingebaut in seine Struktur finden sich Schutzmechanismen gegen all das, was stören könnte. Die Jünger der Finanzmarktreligion, die selbsternannten Hüter des Status quo, suchen stets Wege, um jede Form von Gedankengang zu vermeiden, der mit ihren Glaubenssätzen nicht in Einklang zu bringen ist. Der häufigste von ihnen projizierte Dualitäten. Wenn du kein Republikaner bist, musst du ein Demokrat sein. Bist du kein Christ, bist du möglicherweise Satanist. Und wenn du das Gefühl hast, man könne die Gesellschaft erheblich verbessern, indem man darüber nachdenkt, vielleicht für alle Menschen zu sorgen, dann bist du einfach nur ein Utopist. Und die tückischste Dualität von allen, wenn du nicht für die freie Marktwirtschaft bist, musst du wohl auch gegen Freiheit an sich sein. Ich glaube an die Freiheit. Jedes Mal, wenn du das Wort Freiheit irgendwo hörst oder Einmischung der Regierung, dann bedeutet das entschlüsselt das Blockieren von allem, was die Profitmaximierung gefährden könnte, um Geld in noch mehr Geld für die Kapitalbesitzer zu verwandeln. Das war's. Alles andere, was sie sagen werden, die Menschen brauchen mehr Wohlstand, das ist der Kampf Freiheit gegen Tyrannei und so weiter. Jedes Mal, wenn es dir auffällt, kannst du es so entschlüsseln, und zwar 1:1. Jedes Mal, wenn sie diese Begriffe verwenden. Natürlich, wenn man das Wort Freiheit hört, taucht es oft in einem Satz mit dem Begriff Demokratie auf. Es ist faszinierend, wie Leute heutzutage scheinbar glauben, sie hätten einen wirklich wesentlichen Einfluss darauf, was ihre Regierung tut. Sie vergessen, dass es eben genau in der Natur unseres Systems liegt, alles zum Verkauf anzubieten. Die einzige Stimme, die zählt, ist die des Geldes, und es spielt keine Rolle, wie laut Aktivisten nach Ethik und Rechenschaft schreien. In einem Marktsystem steht jeder Politiker, jede Gesetzgebung und daher jede Regierung zum Verkauf. Und mit den 20 Billionen Dollar Bankenrettungspaketen seit 2007, einer Geldmenge, die gereicht hätte, um, sagen wir, die globale Energieinfrastruktur komplett auf erneuerbare Energiequellen umzustellen, statt sie einer Reihe von Institutionen zu geben, die nichts dazu beitragen, der Gesellschaft zu helfen. Institutionen, die morgen ersatzlos verschwinden könnten. Dauert die blinde Konditionierung an, dass Politik und Politiker für das öffentliche Wohlergehen da seien. In Wahrheit ist Politik ein Geschäft, eines wie jedes andere im Marktsystem, und ihr Eigeninteresse steht über allem anderen.
Der zweite Abwehrmechanismus besteht darin, dass jahrelang Propaganda massive Vorurteile geschaffen hat, die jedes andere gesellschaftliche System als Weg in die Tyrannei ansieht. Es werden dann willkürlich Namen genannt, wie Stalin, Mao, Hitler, mit all den Toten, die auf ihr Konto gingen. Nun, so tyrannisch diese Männer und deren gesellschaftliche Ideologien auch gewesen sein mögen, wenn es um die Zahl der Menschen geht, die täglich systematisch getötet werden, kommt nichts in der Geschichte auch nur annähernd an das heran, womit wir es heute zu tun haben. Die Hungersnöte des letzten Jahrhunderts traten nicht deswegen auf, weil es nichts zu essen gab. Sie wurden verursacht durch relative Armut. Die wirtschaftlichen Ressourcen waren so ungleich verteilt, dass die Armen einfach nicht genug Geld besaßen, um Lebensmittel zu kaufen, die selbstverständlich verfügbar gewesen wären, wenn man sie sich hätte leisten können. Dies ist ein Beispiel für strukturelle Gewalt.